Ja, hallo und herzlich willkommen an dieser Stelle. So, alles ist schön, alles ist wunderbar. Nein, es regnet. Das ist nicht wunderbar. Und dass meine Maus wieder mal total rumspinnt, ist auch nicht wunderbar. So. Das kriegen wir aber schon hin. Du kannst so nachts schlafen. Also die Maus, muss ich echt sagen, ich habe keine Ahnung, wann das Licht war, aber... So. Nee, es hat natürlich auch nichts gebracht. Aber vielleicht sollte ich mir wieder so ein Mauspad zulegen. Manch einer sagt ja oder schwört da drauf, der sagt mal, ja, mit so einem Mauspad, da passiert mir das nie. Allerdings muss ich sagen, irgendwie habe ich das... Na gut, ich habe das hier auf so einem normalen Tisch drauf. Ne? Da hat er manchmal eigentlich so Probleme mit der Maserung gehabt. Aber sag mal, in normalen Fällen ging das eigentlich. Ja, aber ihr merkt es hier, ne? Ich bewege mich hier so nach links, rechts und dann springt er immer, weil er das Signal irgendwie nicht kriegt. Ich denke eher, dass es wirklich das Signal ist. Also diese Maus macht echt nur Probleme. Wenn ich dann umgezogen bin, werde ich mir das Studio wieder einrichten und dann wird das dementsprechend alles wieder mit Kabeln gemacht. Dann spreche ich mir dieses ganze ewige Akku aufgeladen oder Batteriengehole. Tja, warum das jetzt übrigens hier ist und warum ich zwei davon habe, das liegt daran, dass ich die Quest drüben auf der anderen Seite des Portalmeisters am Weltenspawn geändert habe. Die letzte Quest einer ganzen Questreihe, die einem entsprechende Zugangsmöglichkeiten bietet. Ne, wir bekommen da ja als Belohnung. Ups, was ist das jetzt? Als ob hier gerade ein Anruf vom Handy ankommt oder so. Voll komisch. Voll seltsam. Ist das, krieg ich einen Anruf oder sowas? Ne, also irgendwas ist hier gerade sehr, sehr eigentümlich. Na egal, lassen wir es einfach mal. So, nee, auf jeden Fall ist es so, dass man da ja am Ende dann halt eine entsprechende Quest zum Abschluss hat, die einem diese Keycard gibt. Ja, und ja, es ist echt mein Handy, interessant. Und damit das Ganze, weil das hat ein bisschen Probleme gemacht, damit das Ganze jetzt reibungslos läuft, habe ich das noch ein bisschen umgeändert. Es bleibt eigentlich so, wie es bisher ist, bis auf dass der Abschluss ein ganz klein wenig anders ist und somit dann unproblematischer. So, das ist unser schöner Bunker. Unser schöner Bunker muss heute verschönert werden. So, aber womit? Ja, womit fragt ihr? Eine berechtigte Frage. Eine gute Frage. Eine schwierige Frage. Ja, irgendwie so in der Richtung könnte man das Ganze jetzt ausarten lassen. Ja, man könnte noch hier irgendwie anfangen mit von wegen Schicksal und hast du nicht gesehen und Pferde, die in Wassertümpeln baden. Aber das eine hat mit dem anderen relativ wenig zu tun und sorgt dann doch eher nur für große Verwirrung und Stirnrunzeln. Während wir dann, wenn wir wieder hier dabei sind, Bäume niederzuprügeln. Ja, ich brauche helles Holz, das hatte ich schon gesagt. Ein Höhlengeräusch. Doch der eine oder andere gruselt sich jetzt schon oder fängt an zu frieren. Wer jetzt bitte an dieser Stelle anfängt zu frieren, bitte schreibt mir ja. Ganz ehrlich. Okay, Regie meldet sich schon. Unglaubwürdig. Denn, ganz ehrlich, es ist so mega warm. Also jetzt hier, ich rede von Samstag. Ich weiß es ja noch nicht, wie es am Sonntag ist, aber Samstag ist echt die Hölle pur. Bei mir hier 33 Grad außerhalb, nicht im Haus, sondern halt auch draußen. Eigentlich könnte man sagen, okay, 33 Grad am Meer wären super cool. Nein, mitten auf dem platten Land hier in Niedersachsen ist das die Hölle pur, ja. Wobei das in der Hölle wahrscheinlich noch angenehmer ist von der Hitze her als hier, denn es ist sowas von drückend schwül, wie auch immer ihr das nennt. Gibt es ja verschiedene Methoden, wie der ein oder andere das betitelt, dass man es wirklich nicht aushält. Es ist ganz, ganz grausig. Also so nach dem Motto, hey, ich bin jetzt 3 Trillionen Mal duschen gegangen, um mir Erfrischung zu verschaffen. Und ich habe dazu jetzt 20 Milliarden Liter ausgeschwitzt. Ja, nachdem ich irgendwie gefühlt nur eine kleine Tasse Tee getrunken habe. Das ist echt wahnsinnig, ja, wie viel Flüssigkeit der Körper halt verlieren kann. Gut, wenn man überlegt, dass 3/4 des Körpers halt aus Flüssigkeit bestehen, ist das nun auch nicht so verwunderlich. So, oh, da genug geklugscheißert an der Stelle, ne? Ja. So, bum, bum. Gucken wir mal, was wir hier noch so Schönes anrichten können. Vernichten, beschwichten. Ach, ich fange schon wieder zu reimen. Nein, das wollen wir heute nicht machen. Regie beömmelt sich schon und kriegt hier Panikattacken leichter. Ja. So, ich habe das riesige P in den Augen gerade gesehen. Das ist nicht in Ordnung. Ich fühle mich jetzt ein bisschen gemobbt, ja?
Was? Ich kann mich auch doll gemobbt fühlen. Das ist aber sehr zuvorkommend. Also da bin ich jetzt ja sowas von mega krass begeistert von. Es ist herrlich, echt. Also die Regie hier, das ja, muss man vielleicht dann doch mal irgendwie anders. Ersetzen? Nein, ersetzen nicht. Nein, das wäre zu krass. Das geht auch nicht wegen Kündigungsschutz und sowas. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das jetzt am besten anstellen. Habe ich denn meine Säge? Ja, ich habe meine Säge dabei. Genau. Mit der Säge und ab in zwei. Schluppdiduppdidu. Geht das eigentlich? Warte mal. Ja, das geht nicht. Aber das ist nicht so wild. Da ist es nicht so wild. Das störte mich jetzt weniger. So, denn wir können ja das dementsprechend basteln. Ach, jetzt habe ich die... Ich glaube, ich habe die Erde weggeworfen, ne? Boah. Scheibenkleister. Ich glaube, hier oben habe ich noch was drin. Hm. Ich brauche nämlich jetzt so einen Platzhalter. Ich habe überlegt, wir sollten auch eigentlich mal Ställe bauen, ja. Einerseits kann man dann dort Pferde kaufen, ja, beim Stallmeister, und wir können unser Pferd dann auch mal dort parken. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an, wenn man das so sagt, aber es ist gar nicht so seltsam, wie es eigentlich klingen sollte. So, egal. Fichtenholz scheint mir doch sehr entgegenkommend. Birkenholz können wir auch gebrauchen. Kohle fülle ich jetzt einfach mal dreisterweise auf. Ich habe so viele davon. Ich muss mal aufhören, mir die ständig zu geben, weil ich vergesse, dass ich irgendwo noch welche habe. Das ist echt krass. Irgendwo hier sollte Erde sein. Hm. Ich hätte sogar noch was gehabt. Nee, ist auch keine Erde. Hier sollte eigentlich nur Holz sein, glaube ich. Fichtenholz, Tropenholz. Okay, dann nehmen wir Tropenholz. Habe ich hier irgendwo Eiche? Na, dann packen wir das hier hin. Na, ist ja komisch. Wie viel Tropenholz ich denn bitte habe? Na, egal. Dann haben wir Fichte, okay. Ja, das sollte eigentlich genügen. Zusammen mit dem hier dann. Das Eichenholz können wir auch behalten. Okay, allerdings keine Erde. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Das ist sowas von mies. Das ist galaktisch daneben, wenn man das so nimmt. Jetzt muss ich überlegen, wo wir uns am besten Erde herbobseln. Puh. Ich brauche ja nicht so viel. Also von daher könnten wir eigentlich... Ja gut, das muss hier sowieso alles begradigt werden. Ja, nehmen wir hier einfach mal Erde mit, komm. Muss ja alles noch angeglichen werden auf eine Höhe. Ja, hier unten drunter ist auch noch so eine krasse Höhle gewesen. Mhm. Stimmt, das hier muss angehoben werden. Da hinten wird das weggenommen. Es ist einfach schwierig, muss man ganz klar sagen. Hier zum Beispiel, das wird eigentlich weggenommen. Da bleibt nur so ein kleines Plateau übrig. So. Ich weiß gar nicht, wie das hier allgemein werden soll noch. Habe ich mir noch gar nicht so die Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich sein. So, ich denke mal vorsichtig, dass diese 54 Brocken Erde doch reichen sollten. Wenn nicht, gehen wir da nochmal hin, machen so eine Schaufel und dann passt das auch. So, genau. Ja, sehr gut. Tschum, 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 tschum. Ah ja, ich denke, man hat schon eine gute Idee. Oder einen guten Eindruck, eine gute Idee. Eine gute Idee habe ich nur, ne? Ja, ich weiß. So, dup, 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 dup. Wir machen das jetzt mal ein bisschen cleverer an der Stelle. Aha, genau. Dann hier drüben auch noch. Ja, ohne uns was zu brechen. So muss es sein. Oh, es wird, glaube ich, dunkel. Naja, ein Pen war gleich da oben drauf.
So, ich muss nachher, wenn ich gleich die Aufnahme gemacht habe, weil ich heute die Möglichkeit hatte, etwas früher aufzunehmen, muss ich gleich noch jemanden freischalten. Hier kommt nämlich jemand Neues auf den Server. Eigentlich kommen insgesamt sogar zwei neue Personen auf den Server. Da verrate ich jetzt aber noch nichts wegen Namen oder sowas. Die werden wir garantiert in den nächsten Folgen mal so ein bisschen sehen, beziehungsweise werde ich sie dann nennen, wenn es denn alles soweit erledigt ist. Gut, hier ist jetzt noch die Sache, wie wollen wir das denn machen? Eigentlich gar nicht so problematisch, ne? Wir machen das so, wie wir es immer machen. Wir werden die Balken ziehen, das heißt, allerdings anders, als wir das bisher gewohnt sind. Das heißt, wir machen das einmal hier so. Den Balken wird man nicht sehen, von daher mache ich da einen Platzhalter hin. Manch einer sagt immer so, ja, mit Platzhaltern, das ist irgendwie geschummelt. Da muss ich sagen, nein. Also das ist wie praktisch in deinem Haus oder deiner Wohnung, in der du lebst. Du weißt nicht, was hinter deiner Wand ist. Und glaub mir, du willst es auch gar nicht wissen. Ich hatte das Vergnügen in meiner ersten Wohnung, die ich hatte damals, dass ich hinter die Wand gucken durfte oder konnte, als dort ein vehementer Mäusebefall vorlag, die über die benachbarte Scheune und den Dachboden in die Wände eingedrungen sind. Das war echt phänomenal, wenn nachts dann einfach hinter der Wand im Schlafzimmer dann da die Hölle los ist. Ich konnte echt keine Nacht mehr ruhig pennen da. Naja, das war alles andere als schön. Vor allem der Vermieter dann damals so, ja, oh, das kann ja nicht so schlimm sein. Ich dann so, naja, man kann nicht mehr schlafen, man hat ständig das Gefühl, diese garstigen Viecher kommen da gleich rausgebrochen, ja, fallen über einem her, kauen einem die Füße ab, sodass man da nicht mehr weglaufen kann, man dann zu Boden stürzt, aus seinem Bett hinaus, weil man ja versucht zu entkommen, und dann nagen einen diese kleinen Feldmäuse komplett nieder. Ja, das sind die Vorstellungen, die man so hat. Okay, ich muss sagen, orkische Feldmäuse sind dann doch etwas anders als dann hier anscheinend die Einheimischen. Die hier sind nicht ganz so gefährlich, sagt man zumindest. Das kann auch so eine Beruhigungsstrategie gewesen sein seitens meines damaligen Vermieters. Das weiß ich noch nicht so genau. So. Allerdings traue ich hier keinem. Ja? Also was die Mäuse angeht und so. Nee. Diese ganzen Nagetiere und so ein Gedöns. Nee. Die sind keine netten Tierchen. So. Was habe ich denn eigentlich dafür Holz verbaut? Weiß das noch einer? Ich glaube Tropenholz, ne? Oder? Ja, es war Tropenholz. Wenn das Tropenholz war, war das echt doof. Obwohl, ich glaube, wir haben noch drüben welches. Na, das war falsch. So, Tropenholz 42. Eieiei. Ja, wie immer, ne? Bei unseren tollen Projekten, es sieht toll aus, aber es verbraucht einfach zu viele Materialien. Ich glaube, ich sollte irgendwie was Simpleres wählen. Einfach nur alles noch aus Erde. Ja, Erde und Pflasterstein. Denn habe ich nicht immer das Problem, dass ich meine ganzen Ressourcen aufbrauche. Also wir sehen, es macht jetzt schon, ich müsste mal hier vorne gucken, weil ich muss was essen, es macht jetzt schon so ein bisschen besseren Eindruck. Ne? Es sieht schon eher nach einem Gebäude aus, was wir wirklich bauen würden. Klar, noch nicht so mega wirklich richtig, aber wir sind da schon ganz nah dran. Übrigens finde ich sehr schön, wenn ich immer auch bei euch sehe, diese tollen Erdsäulen. ich finde das so genial. Jeder baut irgendwie diese Erdsäulen, um irgendwie auf sein Dach zu kommen, wenn er was baut. Ja gut, aber wie willst du es auch sonst anders machen, ne? Tja, gute Frage an der Stelle. Ich stelle nur gute Fragen. Gut, man könnte richtig eine Treppe bauen oder eine Leiter oder das irgendwie mit einbinden. Aber man will ja nicht immer so ein großes oder mehrstöckiges Gebäude basteln. Das ist problematisch. So, wir sehen. Das hat genau gepasst. Alter Schäde. Eieieiei. Ich hoffe, das hier passt noch. Ich gehe mal davon aus. Ja, doch, wenn ich das hier... Das sollte noch reichen. Puh, aber ganz genau. Alter Schwede. Ja, und hier können wir dann jetzt nämlich ein schnickes... Jetzt geht das Handy schon wieder ab, oder was? Ja, die ganze Zeit so... Kennt ihr das, wenn man so Kopfhörer aufhat und dann geht das Handy los? So wie wenn ein Anruf ankommt. So die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Sehr seltsam. Ich weiß nicht, was mit dem Handy los ist. Tja... Da kann ich keine Empfehlung für aussprechen, aber das ist auch schon so ein altes Smartphone, also noch so eins der früheren Geräte, das ist mein Notfallteil, bis mein anderes wieder repariert ist. So, sieht schon mal ganz okay aus, dann müssen wir jetzt uns eigentlich um die Fassade kümmern. Das Dach kommt natürlich ganz zum Schluss, wobei ich vielleicht eventuell mit dem Dach ein bisschen was anderes vorhabe. Muss ich mal gucken, je nachdem, ob ich da noch was erweitern möchte oder nicht, bin ich mir jetzt noch nicht so ganz schlüssig, wie ich das machen will. So, dann gucken wir mal. Am liebsten wäre mir ja natürlich
Wenn wir davon was nehmen. Na, da werden wir einiges brauchen. Warte mal, mach mal 16, genau, 16. 16 ist gut. Nochmal eins dünner. 32, okay, das ist jetzt nicht so viel. Hier, komm. Das ist noch 30 übrig sind, genau. Und dann, bam, ja, richtig. Jetzt habe ich hier normale Steine, kann ich die auch? Nehme ich normalen Stein oder? Also am liebsten mehr Stein. Ach, halt, warte. Nochmal anders. So. Verdammt. Gut, jetzt nicht so viel, wie ich unbedingt wollte, aber das könnte reichen. Gut. Okay, das macht mich jetzt schon glücklicher. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir das alles entsprechend verbauen. Okay, gut, das war eigentlich doof. Nee, es passt, ist doch, das ist okay. Gut. Da oben muss ich mir noch was überlegen, weil eigentlich sollte das dann doch rausragen. Ja, okay, doch, das können wir machen, rein theoretisch. Muss ich dann gleich nochmal umbauen, aber es ist jetzt nicht so wild. Wir machen erstmal hier so weit, wie wir kommen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das kann man doch zerstören. Ja, richtig, das kann man zerstören. Aber der riesige Vorteil ist, dass dahinter nicht. Und ich sag mal, ob nun eure Dekoplatten da irgendwie von der Wand abfallen vor lauter Gammel oder weil irgendjemand das in die Luft jagt oder keine Ahnung was, das ist ja egal, aber er kommt nicht auf keinen Fall an eure Sachen ran. Und darum geht es ja eigentlich nur, ne? Dass man das hier noch so schön dekoriert, das ist eigentlich, ich sag mal, nur so eine, ja, Zusatzarbeit, die man sich selbst macht. Ja, muss man aber nicht. So, jetzt wollen wir mal was ausprobieren. Genau, das geht auch. Habt ihr gerade gesehen? Ne, pass auf, hier so. So, das heißt nämlich, ich kann das Ganze verstecken. Mehr oder weniger. Genau, und schon kann ich wieder rein. Ja, das macht das Ganze natürlich, ist klar, an der Stelle ein ganz klein wenig ansehnlicher. Ja, denn so sieht man das nicht mehr. Klar, das ist jetzt natürlich ein Nachteil, weil ich kann diese jetzt hier nicht verstecken. Okay, das ist dann halt einfach so. Was soll's? Das ist dann halt einfach ein stylischer Eingang. Gut. So, dann noch hier die Holzplatten. Nein. Das mache ich jetzt anders. Das wollte ich ja eigentlich anders machen. Von daher machen wir das auch gleich mal anders. Dann kann ich das auf diese Art und Weise retten. Was ich eigentlich wollte, denn eigentlich sollten die Platten nämlich dünner sein, aber ich habe jetzt hier die ganz dünnen, also die zweite dünnsten genommen, dann muss ich halt hier die ganz dünnen nehmen, damit dann hier so ein bisschen so ein Tiefeneffekt entsteht, ja. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Auch das ist eigentlich mehr wieder so ein zufälliges Ding, was mir einfach so dann eben eingefallen ist, wo ich dachte so, Mensch, das könnte vielleicht ganz gut aussehen. Weil naja, sicher sein kann man sich ja eh nicht, ne? Aber gut, okay, wer ist schon sicher bei seinen Sachen, die er macht? Ich kann das nicht unbedingt von mir behaupten, ja. Ich bin einfach zu sehr am, ja, Zweifeln manchmal, wo ich denke so, und dann nachher denke ich mir so, warum zur Hölle hast du eigentlich nur gezweifelt, ja? Sieht doch so geil aus. Tja, aber so ist man eigentlich, ne? Das liegt aber auch, ich muss sagen, auch mitunter an diesem ganzen, wie man dann halt so aufgezogen wird, wie die Gesellschaft halt heutzutage ist, egal wo du bist, also du fängst ja schon in der Schule an, Kindergarten, keine Ahnung, später Ausbildung, Arbeit und sowas, da wird einem ja immer beigebracht, zweifeln, ne? Immer an seinen eigenen Fähigkeiten zweifeln, das ist eigentlich, du studierst Management, da wird dir jetzt erstes beigebracht, zweifle an allen anderen, aber nicht an dir, und das, was du machst, ist auf jeden Fall das Richtige. Und wenn alle anderen falsch liegen, naja gut, dann ist derjenige halt zu feuern, so nach dem Motto, ne? Weil der stört ja dann nur. Der bringt Unruhe in die Firma und es gibt ja nur einen, der recht haben kann. Ja. Ist, jetzt klingt vielleicht so ein bisschen scherzhaft, ne? Aber wenn ihr euch das Ganze anguckt, werdet ihr feststellen, dass das wirklich ohne Witz so ist.
ich kenne das so aus einem anderen Bereich, aus eigener Erfahrung, wo die ersten anderthalb Stunden damit zugebracht wurden, dass einem erzählt wurde, wie toll man ist, wie super das ist, dass man hier ist, weshalb man eigentlich noch toller ist, dass man genau dort ist und dass man ja sowieso die absolute Elite ist und das Tollste vom Tollsten und alle anderen hätten ja eigentlich sowieso gar keine Ahnung und keine Chance. Kein Witz, war wirklich so, ich sage jetzt nicht genau, was und wo es war, das behalte ich für mich. Aber das war schon ein besonderes Erlebnis, wo ich dann nur da stand und mir dachte so, okay, das ist jetzt irgendwie ein Scherz, oder? Vor allem, weil halt die anderthalb Stunden meines Lebens einfach nur weg waren. Und diese Selbstbeweihräucherungen, die dann auch noch mit Zahlen und Fakten, ne, wo es dann wirklich um harte Euros ging, dann versucht wurde zu belegen, wie toll das Ganze denn ist und wie toll man selbst dadurch ist und wie viel Elite dann in einem steckt. Das machte das Ganze für mich dann irgendwie nicht unbedingt schmackhafter, muss ich sagen. Also das ist halt nicht meine Welt. Nicht das Elitemäßige. Ich bin mehr als Elite. Hallo, ich bin auch Häuptling. Wie elitär kann man denn noch sein, bitte? Ja, also da gibt es nicht mehr viel drüber, außer vielleicht Ork-Obermufti-Boss. Das sind aber nur ganz, ganz wenige und die sind meistens halt sehr muftig. Halt, ne? Die riechen bis zu streng. So, das kann ich jetzt nicht von mir behaupten. So, von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich muss sagen, das gefällt mir jetzt auch ganz gut. Wir brauchen halt nur noch ein bisschen mehr, ja, Steinziegel. Aber das lässt sich regeln. Und das mit den Balken müssen wir auch noch umbauen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich an der Stelle. Achso, übrigens noch eine Sache zum Schluss. Es gibt ja bei Amazon, das werde ich morgen auch nochmal in der Xbox One Minecraft-Folge erwähnen. Vielleicht auch nachher nochmal bei Tomb Raider, jetzt eigentlich so jetzt zum Wochenwechsel in jeder Folge. Es gibt aktuell eine Rabattaktion von Microsoft in Kombination mit Amazon, dass ihr eure Gamerscore prüfen lassen könnt, mehr oder weniger, und dann bekommt ihr entsprechend eurer Gamerscore einen Gutschein, den ihr ausschließlich zum Kauf einer Xbox One auf Amazon.de verwenden könnt. Das geht von 20, 10 Euro, keine Ahnung, wie niedrig der startet, bis hoch zu maximal 150 Euro. Nun gut, ich habe in meinem privaten Account deutlich mehr als 100.000, was heißt deutlich mehr, irgendwie 114.000 sind es, glaube ich, die ich mittlerweile habe. Und habe wirklich das Maximum bekommen. Ich kriege einen Gutschein oder habe jetzt mittlerweile schon den Gutschein über 150 Euro für den Kauf einer neuen Xbox One. Aber wir wissen, ich habe schon eine Xbox One. Von daher meine Frage an euch, braucht das irgendjemand? Wenn da einer irgendwie Interesse hat, schreibt mir irgendwas. Also mir wäre es am liebsten, ja, schreibt irgendwie, ja, keine Ahnung, also dieses, ja, lasst euch was einfallen. Sagt mir, warum ihr das haben solltet. Ja, also, weil, klar, ich verschenke das jetzt hier, ich kann jetzt nicht mit anfangen, ob ich den Code nun habe und der hier vergammelt und die Aktion vorbei ist, oder ich kann jemandem noch was Gutes tun und der spart 50% beim Kauf einer Xbox One. Ja, schreibt mir einfach an, ja, ihr kennt es ja entweder hier bei YouTube, also bitte nicht in die Kommentare, das finde ich dann ein bisschen, weil, ja, macht's über Facebook, Twitter oder halt eine E-Mail, ne, an zogger@gmx.de, einfach halt eine Mail schicken und schreibt mir einfach, warum ihr das bekommen solltet, diesen Gutscheincode. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche noch einen schönen Sonntag, wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin, euer Mr. Zogger.